Servus und herzlich willkommen zum neuen Part hier bei Dragon Quest Builders 2 mit eurem Bobas und mit Malrod und mit der Anna, unserem Schnüffelhund. Und da kommt jetzt halt auch gerade schon das erste Monster und will aufs Maul haben. Aber... Oh, gleich weg. Weil der, wenn zuhaut, da gibt es kein Gras, oder? Schwaps. Verdammt. Aber so viel Schaden macht mein Zackenschwert auch nicht wirklich, ne? Naja, 40. Aber wenn ich hier dreimal hintereinander hinhaue, dann bin ich irgendwie schneller. Stufe von Bobas und Malrod erhöht sich. Perfekto. Malrod wird stärker und Bobas erreicht Stufe 7. Seine maximalen LP erhöhen sich. Seine Atemleiste wird ein bisschen länger. Die Atemleiste? Cool. Das heißt, ich kann länger rennen? Wahrscheinlich, ne? Cool. Okay, baue ich viele Feldfrüchte an, aber wir brauchen ja noch einiges. So, ich werde mal ein Brot essen. Schwupps. Aber das hilft noch nicht sehr. Warte mal, dann mache ich hier noch mal einmal benutzen, dass wir hier wieder voll sind. Also wir haben jetzt seit 49 LP oder vielleicht haben wir auch 50. Keine Ahnung. So. Ein bisschen Tang sammeln, Muschel sammeln. Holz können wir brauchen. Haben wir einiges verballert in der letzten Zeit. Und da vorne wartet auch schon unser Mittagessen. So, schauen wir mal, ob wir den besiegen können. Ich habe nur ein Heilding dabei. Ich kann zumindest, was kann ich noch essen? Den Kohl könnte ich auch essen, ne? Das wäre ja schon mal etwas. Warte mal, das da tue ich in die Kiste. Ich tue die Samen in die Kiste. So, dass ich die jetzt mit mir rumschleppe. Ich lasse mal den Kohl einstecken und das Brot. So. Du blödes Vieh. Eigentlich sollten wir den Geist erstmal bekämpfen, bevor wir uns an die Krabbe ranwagen. Aber der Morgen dämmert auch schon, wie man da oben rechts sieht an der Uhr. Es könnte sein, dass der Geist jetzt gar nicht mehr auftaucht. Doch, einmal taucht er noch auf, aber der wird sich wahrscheinlich gleich verpissen. Und, kommt er nochmal oder nicht? Jo, er kommt nochmal. 105 Erfahrungspunkte, ne? Das ist doch schon mal etwas. Dann würde ich sagen, schauen wir mal da vorne zu der Grappe. So, Servus. Ein besonders starkes Monster erscheint. Oh, es erscheinen viele Monster. Oh Gott. Oi. Die haben auch noch einen Angriffsboost. Ja, holla. Mal weg hier. Der hat ein Schild. Ich glaube, du spinnst. So, dieser Kerl sieht stark aus. Ja, das tut er. Verdammt nochmal. So wie es ausschaut, macht der Angriff. Schauen wir mal, ob man da... 12 Schaden, hallo. Nein, nein. Nicht auf mich. Aber ich will es wagen. Ich will den unbedingt besiegen. Anna, das wäre super, wenn du auch ein bisschen mitkämpfen würdest. Er macht zum Glück nicht allzu viel Schaden. Vielleicht war es auch ganz gut, dass wir jetzt ja gerade einen Levelaufstieg hatten. Hey, Grabby. Gravity Crab. Oh, weg. Er macht schon wieder hier. Ah. Ist gut, dass er uns nicht irgendwie bufft. Von wegen Schwäche oder sowas. Naja, gut. Es wird ein bisschen Kampf. Ganz klar. Hey. Junges Vieh. So. Weg mit dir. Ich würde sagen, ich esse mal was. Na. Ja. Verdammt. Aber allzu viel hat er ja nicht mehr. Geht weg von mir. Geh auf Malrod los. Der hat wesentlich mehr Leben noch. Ach, verdammt. Ich muss ihn auffüllen. Bringt mir sonst nichts. Hab
ich muss wesentlich mehr von den Heilpflanzen hier holen. Nein, weg, weg. Ich krieg dich schon. Oh, verdammt. Aber wir haben dich gleich. Wir haben dich gleich. Wir haben dich gleich. Yes, wir haben es geschafft. Oh, was haben wir gelernt? Bobbys lernt eine neue Anleitung. Schildkrötenpanzer. Ausrüstung. Rüstung aus dem runzeligen Rücken eines Reptils. Abwehr plus 23. Ja, saugeil. Saugeil. Gut, dass wir drüber geblieben sind. Ich hatte zuerst die Befürchtung, ich müsste hier Rückzug machen. Aber gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, bauen wir ein bisschen Holz ab. So, lass uns mal um die Ecke hier rum gucken. Da ist, wenn ich das jetzt richtig sehe, eigentlich nichts weiter, ne? Ganz kurzer Blick auf die Karte. Nö. Nö. Das ist einfach nur Sand. Oh, das sind doch die... Das sind doch solche Sanddinger hier. Lass uns mal abbauen. Ey, cool, da gehen ja auch die oberen Dinger auch mit kaputt. Also es geht mehr kaputt, meine ich. Das ist cool. So, das da nehmen wir noch mit. Weil vielleicht ist das des Rätsels Lösung, dass wir diese zwei Blöcke nämlich da auf den Rätseldingens hinstellen müssen. Wie weit ist das eigentlich weg? Wir sollen auf jeden Fall zurück zum Ding. Dann würde ich sagen, springen wir mal daher und laufen zu dem Fragezeichen da unten. Jo, da wollen wir hinspringen. Ich weiß noch, im ersten Spiel, da war es so, wenn du irgendwo in der Höhle warst und du hast den Sprung aktiviert, dann hat es dir den Schädel angehauen an der Decke und dann hieß es, du musst im Freien sein, um springen zu können. Ja, das ist jetzt anscheinend überarbeitet und nicht mehr notwendig. So, lass uns mal dahin gucken. Vielleicht ist es tatsächlich dieser Sand, den wir da brauchen. Und dann werde ich mal so platzieren. Ich hoffe, das ist das Rätselslösung. Vielleicht müssen wir das auch frei machen. Lass uns mal das frei machen. Hier. Ich meine, nicht umsonst kann man die Dinge abbauen. Vielleicht ist da auch irgendwas in dem Muster, was wir beachten müssen. Aber das Muster ist... Ah, da würde was fehlen. Da würde was fehlen. Aber nicht so. Kann ich da unten wegklopfen? Jo, ich kann das wegklopfen. Weil mir ist nämlich jetzt gerade aufgefallen, da gehen die Mundwinkel nämlich nach oben. Also der weiß nicht, vielleicht müssen wir die da auch nehmen. Stupt. Jo! Jo! Damit. Den da nehmen wir. Geschafft, tatsächlich. Ich, also ganz ehrlich, ne? Ich habe jetzt gedacht, ich müsste hier die zwei Blöcke da vorne hinstellen. Sowas aber auch. So, warte mal. Den will ich mitnehmen. Der steht mir sonst zu ekelhaft darum. So, und die da nehme ich auch noch mit. Ich will das nämlich schön sauber haben hier, das Ding. So. Gefällt mir schon besser und wir haben das Rätsel gelöst. Und müssten damit nochmal so eine komische Medaille haben, oder was das war. Na, mal nicht da drauf. Gehen wir hier drauf. Jo, nämlich dieser komische Stern, der da links ist mit der 1. Aber das hat, glaube ich, doch nichts damit zu tun. Das ist irgendwas anderes. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht was. Gut, jedenfalls, wir haben das Rätsel gelöst. Wieder ein Fragezeichen weg. Wo es da hinten hingeht, das wollen wir auch noch irgendwann. Da schaut es nämlich auch so aus, als wäre noch einiges.
Aber wir müssten jetzt erst einmal zurück zum Grünfels. Oder, na, ich will natürlich heute mal Rätsel lösen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin zu dem Hügel der satten Ratten und schauen uns nochmal die anderen zwei Quests an, die es da gibt. So, das eine Fragezeichen ist in welche Richtung? Da vorne ist die Höhle, ne? Ja, da vorne ist die Höhle. Lasst uns da mal hinrennen. Oh, was bist denn du? Nö. Mit dir will ich nicht. Noch nicht. Ist besser gesagt, noch nicht. So, was haben wir hier? Genau, hier war das eine Rätsel mit dem Wasser. So, wir können zwar hier den Stein rausnehmen, aber ich glaube nicht, dass das das Rätsels Lösung ist. Jetzt, da wir den Topf haben, müssten wir, glaube ich, hier unten einfach nur Wasser reinfüllen. So, machen wir mal. Lass es laufen. Jo! Das war richtig. Wir mussten einfach nur Wasser da unten reinkippen. Und ohne den Topf ist das dann natürlich in dem Fall nicht möglich. Baubers löst das Puzzle. Jep. Jippipip. Raus geht's wieder. Die Frage, ob wir es mal wagen sollen, ha? Jetzt haben wir gerade Ding hier fertig gemacht, die Krabbe. Vielleicht können wir den ja auch fertig machen. Was machst du denn für einen komischen Angriff? Ah, ich glaube, der schaut mir nicht so stark aus, würde ich gerade sagen. Und dann kommt auch noch dieser blöde Vogel daher. Und dann kommt hier auch noch. Nee, nee, nee. Also das ist mir jetzt ein wenig zu blöd. Ganz ehrlich. Mal ganz kurzer Blick auf die Karte, wo denn das andere Rätsel ist. Das ist im Süden. Gut. Ja, geh weg. Da unten war's. Das. Was ist das? Was ist das? Ist das alles? Nicht ernsthaft? Den da schnappen und da reinsetzen? Ja. Okay, manche Rätsel sind wirklich zu einfach. Also das kann man jetzt nicht wirklich Rätsel nennen. Baubers löst das Puzzle. Oh, verdammt, ich habe vergessen, die Mini-Medaille mitzunehmen. Ich habe vergessen, die Mini-Medaille mitzunehmen. Sag mal, Obers, bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? Du musst noch mal da runter. Oh nein, ich habe tatsächlich vergessen, die mitzunehmen. Oh nein. Oh. So was Blödes, aber auch ehrlich war. Da hast du wieder nicht dran gedacht, ne? Da leuchtet das Dingens auf und am Ende vergisst du das dann. Jo, wenn man rennt, kann man auch richtig schön weit springen. Aber es ist schade, dass das nicht irgendwie aufleuchtet auf der Karte. Das wäre nämlich schon nicht schlecht, wenn man das so ein kleines bisschen sehen würde. Hey, guck mal, du hast da was vergessen. Das wäre doch nicht schlecht. Aber bei den anderen habe ich es mitgenommen, oder? Das ist jetzt halt echt die Frage, ne? Habe ich die anderen Rätsel-Dinger mitgenommen? Und schon fange ich das Überlegen an. Vor allem, wo waren die alle? Da war, glaube ich, auch eins, aber. Na, die werde ich mal absuchen. Die werde ich mal offscreen quasi absuchen, um zu gucken, ob ich die jetzt habe oder nicht. So, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir erst einmal zurück zum Grünfeld-Bauernhof. Denn da wird uns schon der ein oder andere erwarten. So, wir haben eigentlich auch nichts jetzt. Bloß vergessen, wir waren da hinten. Wir waren hier unten. Da drüben waren wir noch nicht richtig. Jo, eigentlich passt es schon.
So, wir müssen in unser Restaurant gehen. Da ist nämlich das blaue Dingenschen. Oh, es ist erstmal fertig. Ne, du kannst jetzt erstmal fertig essen. Dann tue ich mal hier noch ein bisschen Brot herstellen. Dazu brauche ich allerdings das Weizen. So. Dass wir dann fürs nächste Mal wieder was haben. Müssen wir das auf jeden Fall machen. So. Das sollte man jedes Mal machen, wenn wir zurück sind hier. Dass wir dann gleich wieder was kochen. Einsammeln. Platzieren. Kochen. Perfekto. Ja, ihr sprudelt ja richtig mit Herzen. Das ist ja super. So, wir könnten jetzt auch mal was essen. Aber das geht nicht, während man sitzt. Es geht nur im Stehen. Was auch ein bisschen komisch ist. Naja, gut, aber jetzt halt so. So, die packe ich in mein Inventory. Rosie, willst du jetzt mit mir quatschen oder nicht? Was? Du bist wieder da und du siehst glücklicher aus als je zuvor. Heißt das, dass du die Setzlinge gefunden hast, die wir brauchen? Und wie ich sehe, hast du auch den Topf ohne Boden aus meiner Hütte besorgt. Oh. Ja, da wird plötzlich eine seltsame Stimme, der Pastor. Und wie ich sehe, hast du auch den Topf ohne Boden aus meiner Hütte besorgt. Sehr gut. Jetzt können wir damit anfangen, die Zuckerrohrsetzlinge wachsen zu lassen. Da fällt mir ein, Rosie, meintest du nicht, du wärst die beste Landwirtin auf Grünfeld? Ich finde es etwas seltsam, dass du nicht einmal weißt, wie man schlichtes Zuckerrohr anbaut. Oh, als ich sagte, ich wäre die beste Landwirtin, da meinte ich der beste Bauernlehrling. Also genau genommen der beste angehende Bauernlehrling. Also, so geht das nicht. Lass mich dich ausbilden. Ich kann dir alles über die Kunst der Landwirtschaft und auch über die Geschichte der Insel Grünfeld beibringen. Wirklich? Wirklich, wirklich? Juhu, ich bin so froh. Ich könnte platzen. Hast du das gehört, Bogus? Ich werde der Lehrling von Pastor L sein. Ich werde endlich eine richtige Landwirtin werden. Okay, ein Quest abgeschlossen. Super. So. Rosie hat aber nochmal eine Quest für uns. Müsst ihr jetzt alle hier auf einem Haufen stehen? Es ist zwar toll, dass ihr hier Herzen fallen lasst, aber bitte. Rosie, bleib da. Dann mal los, Baubers. Pflanzen wir die Zuckerrohrsetzlinge ein. Meister Pastor L. Also, Lehrling, möchtest du lernen, wie man Zuckerrohr anbaut? Das Geheimnis ist, es auf einem Feld anzupflanzen, das vollständig unter Wasser steht. Stell einfach eine Vogelscheuche ins Wasser, wie du es auch bei jedem anderen Feld tun würdest, und pflanze die Setzlinge drum herum. Ich verstehe. Deshalb hast du Bobas losgeschickt, um den Topf ohne Boden zu holen, damit er das Wasser auf unser neues Zuckerrohrfeld gießen kann. Ich werde Rosie ja alle Einzelheiten beibringen. Falls du mehr wissen willst, solltest du bei ihr nachfragen. Na los, Bobas, fangen wir an. Setze ein Feld unter Wasser, pflanze ein paar dieser Zuckerrohrsetzlinge darauf ein und warte darauf, dass sie wachsen. Alles klar. Es heißt, wir bauen jetzt ein Zuckerrohrfeld. Und wo wäre es denn besser geeignet, als wenn wir das dann da hinten machen könnten? Vielleicht mache ich jetzt nicht alles nach oben, aber erst mal sortieren. Wir brauchen das Zuckerrohr. Ich brauche die verdorbene Erde. Ich nehme auch gleich die Kohlsamen wieder mit. Und das war es jetzt erstmal, würde ich sagen. So, wir stellen uns ein Feld hier. So, aber dazu muss ich jetzt hier mal ganz kurz meine Ebene schaffen, die ich die ganze Zeit schon machen wollte. Dum, 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 dum. Bum, 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 bum. Na gut. Noch 100 Herzen anscheinend, dass wir dann die nächste Stufe haben in unserem kleinen idyllischen Bauernhöfchen. Aber das sollten wir eigentlich relativ schnell schaffen, weil wenn wir jetzt halt hier das da anbauen, dann werden wir wahrscheinlich, also
das vermutlich jetzt einfach mal recht viele Herzen bekommen. So, und dann eben nochmal eins, weil dann haben wir nämlich auch dann gleich ein bisschen einen Wall, wo Monster nicht herkommen können. So, bis wohin gehe ich? Ich würde sagen, ich gehe bis daher. Jo, gehört halt dazu jetzt, ne? Ich könnte das auch vorbereiten dann für den nächsten Part, dass wir die dann anpflanzen. Und wir jetzt erstmal ein bisschen was anderes noch machen. Ich möchte ja auch noch ein Häusele daher bauen, ne? Und vor allem, ich wollte mal gucken, wie das jetzt ist mit den Grünsamen. Schauen wir uns mal das an. Warte mal, ich könnte mal noch schnell den Kohl loswerden. Kohlsamen. Einmal, zweimal. Und dann hätten wir den nämlich auch schon wieder gepflanzt. Da fliegen auch noch ganz viele Herzen rum. Perfekto. Dann holen wir uns die mal. Ja, es fehlt wirklich nicht mehr viel. So, lass uns mal an den Bautisch gehen. Bauen. Die hier. Oh, Nachterde brauchen wir dafür. Wo kriegen wir jetzt Nachterde her? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Sagt uns Wilfried vielleicht irgendwas, aber der hat kein Ausrufezeichen, ne? Oh ja, sieht aus, als wirst du ein paar neue Felder brauchen. Stell dazu einfach eine Vogelscheue auf und überlass den Rest mir. Ja, das wollen wir. Wo krieg ich Nachterde her? Und keiner von denen hat jetzt noch eine Quest. Das heißt, die warten jetzt wirklich alle, dass ich das Feld hier anbaue. Stubbelwubbel. Okay. Dann lege ich jetzt einfach mal los und lege dieses Feld an. Also brauchen tun wir es ja sowieso, ne? Von daher, wo sind wir jetzt auf 5? Würde ich jetzt mal behaupten. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre die Nummer 6. Wir müssen ja dann auch schauen, dass wir hier quasi einen Rand rumrum machen, wo das ganze dass das ganze Wasser gehalten wird, weil das bringt ja gar nichts, wenn das Wasser dann rausläuft. Das ist nur die Frage, wie groß können wir das Feld dann machen. Ich bin mir nämlich nicht sicher über die Anzahl von den Feldern, die wir da haben für ein Feld. Na, jetzt, wenn ich schon drüber bin, ne, mache ich zumindest noch die. So, gut. Wir können ja mal ganz kurz überschlagen. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 mal 14. Sagen wir mal 10 mal 13. So, dann würde ich sagen, wir fangen hier mal an. Schwupps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus Rahmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 plus Rahmen. So, dann wäre das quasi hier. Und dann natürlich noch nach hier drüben. Dann wird das ein richtig schönes, großes Zuckerfeld. So. Der hier muss noch weg. Bap. Oh. Okay, setze ich dich halt mal daher. Der Baum, so leid es mir tut, muss weg. Muss weg.
So, weil leider kann ich den nicht umpflanzen. So, da ist jetzt die Frage, wenn ich hier eine Vogelscheuche reinstelle, nehmen wir die mal raus. Wir müssten ja ungefähr hier, naja, fast die Mitte haben. 2-2. Na, dann stellen wir es doch einfach mal daher. Ping! Ein Feld. Was? Aber das ist nur 9x9. Muss ich das mit Zaun machen? Aber durch Zaun läuft doch dann Wasser durch. Das gefällt mir aber dann gar nicht. Das gefällt mir nicht. Wir nehmen den Wicht. Und dann stellen wir den eben dahin. Schlabucks. Dann haben wir hier das. Dann muss ich eben hier das nochmal wegmachen. Weil dann muss dann natürlich hier dann auch Boden her. Und wir sind bis daher. Dann hätten wir das richtig unter Dach und Fach. Den Rest fülle ich dann noch aus, das ist klar. Gut, naja, die werden das erst am Morgen machen, deswegen hauen wir uns jetzt auch mal ganz kurz in die Falle. Wir schlafen schon einig hier am Boden. So, tut mir ja wirklich leid, Bonanzo. Aber das ist mein Bett. So, tschüss. Oh. Einfach rausgeschmissen. So, jetzt sollten die dann anfangen, hier das Feld zu bewirtschaften. Und wir können 9x9, also normalerweise 81 von den Dingern herstellen. So, jetzt müsst ihr nur mal anfangen, bitte. Ach, jetzt sind die ja schon frühstücken, sag mal. Ah, ständig nur am Essen. Ich esse nicht so viel wie ihr. So, dann habe ich das jetzt zumindest auch schon gleich aufgefüllt. Dann würde ich aber auch sagen, hole ich mir mal die Zäunchen. Den Holzzaun hier. Tür habe ich keine, ne? Dann stelle ich mir nämlich noch mal eine Tür schnell her. Du, 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 du. Eine Tür bitte. Und zwar eine Gartentür. Wo bist du? Da. Perfekto. Yep, raus da. So. Ich würde sagen, da hinten baue ich dann auch noch ein Feld her. Das wird dann halt ein bisschen ums Eck rumgehen. Das macht ja nichts. Na, das setze ich natürlich auch auf die gleiche Höhe noch. Aber das mache ich jetzt nicht. Von daher würde ich aber trotzdem sagen, wenn man hier langkommt. Man muss ja irgendwie daherkommen auch. Na gut, ich kann dann hier nochmal eine Tür hersetzen. Und dann würde ich jetzt halt auch hier nochmal ein Tor hersetzen. Warte mal. So mit einem Abstand vielleicht. Ja, aber sonst kriegt man ja die Tür nicht mehr auf. Ja, du kriegst die Tür nicht zu. So, dann machen wir hier mal Zaun. Die Stufe hier lassen wir. So. Aber nicht, dass du jetzt dann anfängst, hier da oben die Dinger auch noch zu umzugraben. Dann müsste ich auf jeden Fall die Stufe noch mal wegmachen und quasi ersetzen. So, jetzt warte mal. Wenn ich das jetzt zerdepper, dann bauen die das doch auch mit ab. So, dann setze ich jetzt mal nämlich hier den letzten. Und damit habe ich einen Raum
Nein, damit habe ich ein großes Feld geschaffen. Das ist cool. Das würde heißen... warte mal, habe ich nicht irgendwie... Ich habe doch Stufen noch da, oder? Habe ich noch Stufen? Jo. Dann nehme ich mal zwei Stufen mit raus, wollte ich gerade sagen. So. Ach, ihr könnt da... Super. So. Gut. Gute Arbeit, jo. Schön, wenn ihr das umflügt. Und jetzt kann ich nämlich hier erstmal das Zuckerrohr anpflanzen. Ich gehe jetzt einfach mal hier so der Reihe nach. Was machst jetzt du hier? Ich bin doch hier gerade am Anbauen. Musst du mich jetzt nerven? Ich verbaue natürlich alle, das ist klar. Und dann werden wir hier mal ein bisschen Wasser reingießen. Das schlammige Wasser, ich hoffe, das taugt was. So, noch 9 Stück. 6, 5. Und einen habe ich noch, na super. Fällt mir ja gar nicht. So, wir gehen auf den Krug und wir lassen Wasser reinfließen. Wow, das fließt bis dahin, ne? Das füllt es komplett voll. Was sollten wir nächstes anbauen? Ja, das Zuckerrohr bauen wir doch jetzt an hier. Cool. Das gefällt mir auf jeden Fall super gut. Da werde ich noch Fackeln drumherum platzieren. So, ich werde bis zum nächsten Mal das hier alles ausbauen. Also ich werde das komplett bis darüber ziehen und werde dann immer wieder mal hier mal eine Tür, hier mal eine Tür, dass man dann quasi von Feld zu Feld einfach durch diese Türen gehen kann. Das werde ich machen. So, ich würde sagen, wir quatschen jetzt nochmal mit Rosie. Bauber, sieh mal, unser Zuckerrohr hat gekeimt. Du hast offensichtlich verstanden, wie man Felder im Wasser anlegt. Ich hätte von unserem persönlichen Erbauer auch nichts anderes erwartet. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber es duftet schon so herrlich süß. Ich wette, aus diesem Zuckerrohr könnten wir köstliches Essen herstellen. Und nicht nur das, ich könnte mir eins in die Nase stecken und diesen herrlichen süßen Duft rund um die Uhr genießen. Besser wäre es, wenn du dir beim Schlafen Zuckerrohrsetzlinge in die Ohren steckst. Am Morgen sprießen dir dann ausgewachsene Pflanzen aus den Nasenlöchern. Ich mache nur Witze. Das war ein Witz. Tu das deiner Nase nicht an. Okay. Jetzt, da wir wissen, wie man Zuckerrohr anbaut, können wir so viel davon pflanzen, wie wir möchten. Und das Beste, wir müssen es nie gießen. Jetzt haben wir 3 Sorten Nutzpflanzen angebaut, aber wir brauchen noch 2 weitere. Sobald ich herausfinde, wo wir noch mehr Samen finden, erfährst du davon. Super, damit haben wir jetzt zum Schluss hier noch die Quest hier abgeschlossen. Und das freut mich natürlich schon sehr. Ja, und so langsam wird dieses kleine Bauernhöfchen richtig klasse. Ja. So, von daher würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Kommentar würde mich super freuen. Und schaut doch beim nächsten Mal auch wieder hier vorbei bei Dragon Quest Builders 2 mit eurem Bobas und mit dem Malrot, wenn der mitgeht. Bis dann. Ciao, ciao.